Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Scrap Mechanic. Ich kämpfe immer noch mit dem Kopf und dem Hals. Ich habe hier schon in der letzten Folge ja so ein bisschen so ein Gelenk gebaut. Habe ich das eigentlich aufgenommen und gezeigt? Ich glaube schon. Man kann jetzt hier den Kopf so ein bisschen nicken. Das Problem ist, halt. Das Problem ist, dass der. Ich habe es über den Controller jetzt gelöst. Dass der Controller nicht genug, Moment, jetzt muss ich überlegen, wie war das? C, genau. Nicht genug Kraft bringt. Das war die 3 und die 4. So, es ist einfach zu. Die 3 geschafft es nicht, das Ding nach hinten zu heben. Die 4, was? Man kann drücken, was man will, es will nicht so richtig funktionieren. Es ist einfach, man kann es nicht auf zwei solche Arme hier bauen, sondern nur auf einen. Dadurch hängt der Kopf schon mal total schief. Und der Controller hatte einfach nicht genug Kraft, diesen Kopf zu bewegen. Jetzt habe ich mir überlegt, eventuell, was ich als erstes mal probieren wollte, ist, kann man eigentlich einen Knopf mit zwei Controllern verbinden? Ja, das geht. Und zwar den ganzen Spaß so zu machen, dass ich, weil man kann das nicht mit zwei Armen machen, aus folgendem Grund. Sobald man diesen Arm mit dem Kopf verbindet, dass das ein Teil ist, kann man nicht einen zweiten Arm hier eine Verbindung herstellen, die dann über einen Controller oder über den gleichen Controller, ist egal, gesteuert wird. Das funktioniert nicht. Auch nicht mit diesem Schweißtool. Geht einfach nicht. Habe ich probiert. Jetzt habe ich überlegt, wie können wir das lösen? Und die Lösung ist, es darf halt keine Verbindung zwischen diesem Arm und diesem Arm geben. Und da habe ich mir überlegt, wir bauen so eine Art, wie nennen wir das? So eine Art Teller. Also eine Halterung, die quasi auf diesem Arm festgemacht ist und der Kopf selbst ist aber nicht mit dieser Halterung verbunden, sondern liegt da nur drin. Und das gleiche machen wir drüben auf der Seite. Und damit ist keine echte Verbindung zwischen den Armen. Damit können wir schon mal zwei Arme benutzen. Und mit zwei Armen haben wir natürlich auch hoffentlich mehr Kraft und natürlich dieses komische Schräge hier verschwindet. So, jetzt ist nur die Frage, jetzt müssen wir das natürlich auch bauen. Und dazu würde ich jetzt mal sagen, wir müssen. Müssen wir hier rein. Zack. Hoch. Wir müssten den Arm durchstrecken, damit der Kopf erstmal einen größeren Abstand hat. Und das machen wir, indem wir den Winkel von der 1 vergrößern. Also, das ist ja negativ, also vergrößern heißt in diese Richtung. Und dann müsste der. Er drückt sich nicht durch. Achso, das war die 1. Ne, doch, das ist die 1. Genau, das ist richtig. Und die 1 ein bisschen nach vorn. Genau, der kippt jetzt nach vorn. Und. Nicht umkippen, bitte nicht umkippen, bitte nicht umkippen. Bitte, bitte, bitte funktionier. Na, er fehlt die Kraft. Das kriegt es einfach nicht hin, sich aufzustellen. Es ist einfach zu schwer. Mist. Ich hatte gehofft, dass wir das hinbekommen, dass wir hier ein bisschen Platz kriegen zwischen dem begonnenen Körper und dem Kopf. Jetzt müssen wir wahrscheinlich irgendwie den Körper neu machen und den Kopf dann über die Hebebühne irgendwie draufsetzen. Ah, bin ein Idiot, ich kann das doch so machen. Genau. Ha. Haha. So, jetzt haben wir Platz. Jetzt bauen wir das. Jetzt bauen wir das, jetzt bauen wir das. Und das machen wir auch nicht mehr so nach hinten versetzt. Und das machen wir tatsächlich in die Mitte. So, die Mitte ist hier. 2, 4, 5, 2, 4, 5, genau. Also hier.
So, da ist die Mitte. Und da bauen wir jetzt den gleichen Arm, den wir da drüben haben. Nur, dass wir den dann hier oben nicht mit, mit dem Kopf verbinden, sondern mit dieser Halterung, die ich erwähnt habe. Also, eins nach oben, eins nach oben, eins nach außen, ein Bearing rein, ja, nach oben, nach oben. Und dann haben wir den Nachteil, wir können die Controller aus dem Kopf nicht nehmen, weil das ja nicht mit dem Kopf verbunden sein wird. Das heißt, wir müssen den Controller irgendwo hier am Körper befestigen. Ich mache das mal hier unten, weil da können wir den nachher irgendwann verstecken, so ein bisschen. Hoffe ich mal. So, zack, zack. Dann die 1, 45 Grad nach hinten. Und die 2 im 90 Grad Winkel. So. Geht natürlich nicht, weil es jetzt hier drauf steht. Kommen wir jetzt dahin. Müssen wir uns irgendwie eine Treppe bauen, mal kurz. Ja, es geht nicht. Ah, alte Counter-Strike-Techniken hier. Crouch Jump. So, toll, bringt natürlich null, weil wir hier unter diesem Kopf feststecken. Müssen wir hier außen machen. Manu! Verzeiht mir das Ungeschick, aber ich krieg das hin. Hänge ich immer noch unten drunter fest. Jetzt. So. Und das muss wieder nach innen. Da muss auch ein Bearing ran. Und dann müssen wir aber diese Halterung bauen. Und ich würde die jetzt einfach mal aus optischen Gründen auch aus diesen Rohren basteln. Eins. Eins. Okay, und dann machen wir 1, 2, Biegung, 1, 2, Biegung, 2. Müssen wir auf die Biegungen natürlich noch eins draufsetzen, damit es nicht abrutscht. Oh je. Das schaffe ich nie. Wie bekommen wir das jetzt da oben drauf? Müssen wir hier hinten unseren kleinen Turm bauen. Wisst ihr, was ich bauen müsste? Das mache ich in der nächsten Folge. In der nächsten Folge baue ich ein Auto, was auf der Heck, auf einer Ladefläche so ein, im Prinzip so ein Fahrstuhl hat, wie ich ihn hier auch gebaut habe, mit so einem Arm, der mich immer irgendwo hin hochfahren kann. So dass ich auf die Ladefläche gehe und mich dann halt, ich parke das Auto irgendwo hin, stelle mich auf die Ladefläche und lasse mich dann nach oben fahren. Dann muss ich hier nicht immer so hässliche Türme bauen. Das machen wir, Das machen wir in der nächsten Folge, das bauen wir. Das wird gut. Das wird gut. So. Weiter geht's. Bearing nicht vergessen. Und die Kurve nach oben. Und das Stück drauf. So, das können wir noch nicht alles runternehmen. Aber wir können schon mal gucken, ob das geht. Ha! Das funktioniert. Seht ihr, jetzt können wir das verbinden. Und dann können wir das alles über einen Controller steuern. Und dann können wir nämlich hier, sonst musste man nämlich über zwei Controller steuern, können wir schon wieder ausmisten. Jetzt haben wir nur das Problem,
dass ich ja eigentlich alle Controller gern im Kopf haben wollte, die Schaltzentrale im Gehirn. Das geht natürlich nicht mehr, weil jetzt vom Kopf zum Körper keine echte Verbindung herrscht. Das heißt, wir können diese ganze Schaltgedöns, können wir nachher da ausbauen. Können wir noch ein Fenster einbauen oder sowas, keine Ahnung, so dass man sieht, was neben einem ist. Ist vielleicht ganz nett, wenn das Ding später vielleicht wirklich mal laufen kann, was ja der Plan ist. Dann kann man auch rechts und links rausgucken, ist vielleicht ganz schön. So, weiter geht's. Müssen wir hier auch so einen, diesen Rahmen basteln. Und nach oben geht's. Zack, 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 zack. Das war zu weit. So. Die Kurve muss wieder nach innen. Da muss der Bearing ran. So, das Bearing. Dann kommt da. Halt. Komm schon. So rum. Dieses Teil. Eins nach vorne. Und jetzt wird's spannend. Ha! Also es hält schon mal. Ich hätte vielleicht die Spannung etwas größer machen müssen. Egal. Jetzt ist es dran. So, da noch eins ran. Da zwei ran und die Kurve. Eins ran und die Kurve. Wir müssen auch das Loch im Boden mal wieder zumachen bei Gelegenheit. Fällt mir gerade so auf. Das sieht alles noch wild aus, aber glaubt mir, mit ein bisschen Geduld bekommen wir alles hin, oder bekomme ich alles hin, was wir vorhaben, was ich vorhabe, und dann wird das. Das ist ja auch Sinn und Zweck dieser ganzen Sache hier. Dass man sich was überlegt, was man machen möchte. Und wenn es dann nicht funktioniert, muss man sich halt irgendwie was Neues überlegen. Irgendwie eine Lösung, wie man das dann doch hinbekommt, wenn es nicht geht. Das ist ja auch das, was an dem Spiel so viel Spaß macht. Muss ja eben nicht immer alles... Okay. So. Die 2 ist in die falsche Richtung. Eigentlich kann ich es auch. Nee, es sieht blöd aus. Wir machen das mal weg. Ich habe die jetzt umgedreht, das heißt, wir müssen die dann einfach wieder zurücksetzen. Ha, es schafft es immer noch nicht vom Gewicht. Das gibt es doch gar nicht. Das Ding können wir mal entfernen. Wow! Okay. Jetzt sehen wir nämlich schon wieder was. Jetzt ist nämlich dieser Kopf fast seitlich runtergerutscht von diesem Konstrukt. Mal gucken, ob wir das mit dem Hammer korrigiert bekommen. Und dann müssen wir hier noch so eine Seitendings daran setzen. Ach Mensch, wie machen wir das denn wieder? Da müssten wir das hier austauschen. Ach Mensch. Gucken wir mal, was wir mit dem Hammer erreichen können. Übrigens ein gutes Zitat, was dieses Spiel im Ganzen beschreibt. Gucken wir mal, was wir mit dem Hammer erreichen können. Es rutscht ein Stück. Es dauert eine Weile, entschuldigt. Was auch nicht so schön ist, das könnten die Entwickler des Spiels vielleicht mal überlegen. Man muss, um mit dem Hammer zuzuschlagen, immer wieder klicken, klicken, klicken. Man kann nicht einfach draufbleiben. Wenn man einmal klickt und draufbleibt, schlägt er nur einmal zu. So, wie weit sind wir? Oh, da können wir uns natürlich einen abhämmern. Das ist ja hier schon runtergerutscht. Okay, wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Wir heben das folgendermaßen an. Boah! Na, ob das funktioniert?
fast klar. Da haben wir diesen Rahmen nicht sicher genug gebaut. Fällt fast raus. Oh Mann. Verkackt. Mächtig verkackt. Okay. Gut. Jetzt haben wir das ganze Ding schon mal wieder hier. Bekommen wir das jetzt an die richtige Stelle drunter geschoben, ist die Frage. Hammer. Bisschen weiter nach da drüben. Ah, jetzt ist dieser verdammte Ständer da im Weg. Ich werd wahnsinnig. Okay, dann setzen wir mal schnell. Bauen wir das mal schnell so, dass wir hier da eine bessere Sicherung hinbekommen. Das können wir dann machen wir dann gleich. Okay. Weg mit dir. Zack. Nichts mehr, was hier irritiert. Alles weg, alles weg, alles weg. Ich mag das nicht, wenn so viel Zeug hier rumsteht. Und dann. Komm schon. So, das sieht ja schon mal nicht so schlecht aus. Ein bisschen nach da. Okay, bevor wir das jetzt hier weiter hier rüber pochen, bauen wir uns noch diese Sicherung hier hin. So. So. Gucken, ob das überhaupt nach was aussieht nachher. Das muss ich erstmal reinrutschen. Hier muss es auch erstmal reinrutschen. Komm schon, rutsch rein. Tu es für mich, bitte. Es rutscht weiter, ihr seht es da oben am Rand. Nicht weit pro Hammerschlag, aber es passiert. Oder? Ja. ich würde mal schätzen, ihr könnt so 30 Sekunden vorspulen. Da! Ah, oh, reingerutscht. So, passt das jetzt hier? Ist das zu weit? Nee. Das ist gut. Das hier ist nicht richtig. Das kann direkt wieder mit einer Kurve sein. Ist mir das auch tatsächlich auf den Kopf gefallen. So. Und hier bauen wir das jetzt auch oben drauf.
Machen wir uns wieder so ein kleines Türmchen, dass wir da oben arbeiten können. Ihr seht das mit diesen Türmchen bauen, das ist ein bisschen nervig. Ich mache gleich eine Folge, wo ich diesen LKW baue. Lasst uns nur diese Halterung noch zu Ende bringen. So. So. Und so. Das gleiche jetzt hier hinten noch und dann liegt, sitzt der Kopf da eigentlich sicher drin. So, hoho, ich sag ziemlich oft so, ne? So, so. Hey. Und hinauf mit dir. Gut. Eigentlich hätte man es auch mit diesem Teil machen können. Das sieht vielleicht schöner aus. Aber das ist jetzt, wir müssen sowieso irgendwann mal noch eine Folge machen, wo wir so ein paar Sachen optimieren, zumindest optisch. Jetzt habe ich, doch nicht etwa meinen Fahrstuhl kaputt gemacht. Ich fasse es nicht. Was habe ich denn jetzt zerstört hier? Hier, die komplette Ecke. Gut, das war nur eine kleine Ecke, das ist jetzt nicht so wild. Apropos Fahrstuhl, kommen wir hier überhaupt noch ran? Das ist auch nicht das Optimum mehr. Hey! Okay. Hey, jetzt hänge ich hier fest. Jetzt kommen wir nicht mehr auf den Fahrstuhl, weil der nicht mehr tief genug kommt, weil der Kopf jetzt so hoch ist. Aber das ist kein Problem, der Kopf soll ja sowieso tiefer kommen. Weil wir müssen jetzt ja hier die, die Winkel einstellen. So. Die 1 waren 45 nach da, die 2 waren 90 nach da und dann die 3 sind wieder 45 nach da. Nein! Ich werd wahnsinnig. Die Halterung nicht gut genug gebaut. Fange ich wieder an zu hämmern. Weil ich eins davon verkehrt rum habe. So. Okay. Wir wissen also, wir müssen die Halterung noch stabiler bauen. Das heißt, wir können das dann tatsächlich mit diesem, wie ich das eben gemacht habe, mit diesem hier. Da müssen wir wenigstens nur eine Ecke in Anführungsstrichen korrigieren. Okay, jetzt machen wir direkt die andere Seite auch, die Einstellungen. ...45 nach da... ...90 nach da... ...45 nach da. Gucken, ob das richtig ist. Die muss andersrum. Ja, ja. So. So soll das sein. Das ist das Prinzip, was ich mir vorgestellt habe am Anfang der Folge. Jetzt müssen wir den Kopf da nur noch wieder oben reinbekommen und den dann irgendwie sichern, dass der da nicht mehr rauskippen kann. Weil der soll sich ja sowieso nach vorne und hinten neigen. Und wenn der dann halt jedes Mal rauskippt, dann haben wir irgendwie das Ziel ja auch verfehlt. Schon. So, jetzt muss wieder der Hammer ran.
Ich denke mal, ihr könnt wieder so 30 Sekunden vorspulen. Wie viele YouTube-Video-Menschen gibt es schon, die ihrem Publikum sagen, sie sollen vorspulen? Wahrscheinlich schon ein paar, oder? Ich hoffe es zumindest. Wenn ich der einzige Depp sein, der das macht. Bitte bin der einzige Depp. Ja, jetzt bestimmt viele sagen. Ich schaffe das. So, das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. So, von der Position her sieht es nicht schlecht aus. Jetzt muss ich es nur wieder nach vorn schlagen. Ah, das kriegen wir hin. So. Komm schon, rutsch rein, rutsch rein, rutsch rein. Da ist es drin. Hier klemmt es jetzt an der Ecke. Es muss weiter. Es muss weiter darüber, okay. Ne, Moment mal. Doch, muss es, genau. Nicht, dass ich zu weit drüber schlage. Passiert was? Ich glaube, es passiert nichts. Es hängt irgendwie fest. So, jetzt. Komm schon, jetzt rutscht halt darüber. Hängt's denn jetzt hier irgendwo, oder was ist das Problem? Kann doch gar nicht sein. Kriegen wir das jetzt gelöst. Wir packen so ganz knapp hier drunter. Ist was passiert? Sieht doch gut aus. Ich glaube, es ist reingerutscht. So mit... Naja, das sieht doch schon mal nicht verkehrt aus. Ich glaube, es ist bald drin. Ja. Komm schon. Es sitzt. Es sitzt drin. So. Jetzt machen wir für die Führung, machen wir mal sicherheitshalber hier und da noch ein Block. Damit es nicht hin und her rutschen kann. Machen wir natürlich auf der Seite auch. Und... So, das Grundkonstrukt ist drin. Jetzt müssen wir noch den Überrollschutz machen, weil wir ja gerade gesehen haben, dass der Kopf einfach rausfällt. Das heißt, wir müssen die Halterung hier noch nach oben ziehen. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.